Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, bei der letzten Bundestagswahl hätte eine rot-rot-grüne Regierung die Mehrheit errungen. Dann wäre jetzt Herr Steinmeier Bundeskanzler, der Trittin wäre Außenminister, Gysi wäre Innenminister, Lafontaine wäre Finanzminister geworden, um dann traditionell nach 3 Monaten an sich nach Saarbrücken zurückzuziehen. Und Ulla Schmidt wäre zur Gesundheitsministerin auf Lebenszeit ernannt worden. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese rot-rot-grüne Chaosregierung, die hätte beschlossen, die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise dadurch in den Griff zu bekommen, dass man unglaublich viele neue Schulden macht. Da hätten Sie doch von den Oppositionsbänken, von Merkel und Westerwelle ein Riesengeschrei gehabt, oder? Die hätten doch getobt. Unseriöse Finanzpolitik, unverantwortliche Schuldenmacherei. Was ist mit der Belastung der nächsten Generationen? Das ist doch typisch die Roten, die können nicht mit Geld umgehen. Nun hat uns ja der Wähler in seiner Weisheit vor diesem Fiasko bewahrt, meine Damen und Herren. Er hat Merkel und Westerwelle eben nicht auf die Oppositionsbänke mit eingebauter Erleuchtung, sondern auf die Regierungsbank mit eingebauter Verblendung gesetzt. Jetzt macht diese schwarz-gelbe Bundesregierung die größte Neuverschuldung, die wir je gehabt haben. Und von den rot-rot-grünen Oppositionsbänken kommt das Geschrei. Unseriöse Finanzpolitik, wie kann man so viel Schulden machen? Wer denkt denn an die nächsten Generationen? Das ist doch unverantwortlich. Und sehen Sie, und das ist das Schöne und Verlässliche an unserer Demokratie. Sie können als Souverän ganz entspannt Ihr Kreuz wählen. Sie wissen, Sie können ja nichts falsch machen. Entweder die einen produzieren den Schwachsinn und die anderen regen sich auf, oder die anderen produzieren den Schwachsinn und die einen regen sich auf. Und das ist das, was unsere Demokratie so unglaublich stabil macht. Und das ist ja das Wichtigste überhaupt für uns Deutsche, die Stabilität. Der Deutsche hat es gern stabil, er mag Veränderungen nicht. Sehen Sie, der Deutsche, er meckert gern und er jammert, aber er will doch nichts ändern. Wir haben uns 16 Jahre über Helmut Kohl aufgeregt und totgelacht und ihn alle 4 Jahre tapfer wieder zum Bundeskanzler gewählt, oder? Und das machen wir mit der Merkel jetzt auch. Und die Merkel ist jung genug, um die meisten von uns im Amt zu überleben. Der Deutsche ist ein Mensch, der immer um denselben Häuserblock spazieren geht, in jeder Runde in denselben Hundehaufen tritt und sich dann eine Runde lang darüber aufregt, warum seine Schuhe so stinken. Aber wehe, Sie schlagen dem Deutschen vor, er soll da um den Hundehaufen mal einen Bogen machen. Dann sagt der Deutsche, keine Experimente. Nichts mit ungewissem Ausgang. Es könnte ja irgendwas besser werden, oder? Nein, nein, wir halten an den alten Rezepten fest, von denen wir wissen, dass sie nicht funktionieren. Der Deutsche, der geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, was Sie mir verschrieben haben, hilft überhaupt nicht. Aber bitte geben Sie es mir wieder. Ich kenne jetzt einmal die Nebenwirkungen. Und deshalb halten die Politiker uns hier in einer Endlosschleife, möchte man sagen. Kleine Rückblende. 1990, meine Damen und Herren, Wiedervereinigung, Sie erinnern sich. Die schwarz-gelbe Bundesregierung damals hat die Wiedervereinigung auf Pump organisiert. Man hat die Kranken- und Rentenversicherung direkt mit ruiniert. Und der damalige Bundeskanzler, Dr. Helmut Kohl, der begründete diese wahnsinnige Verschuldungsorgie mit der ebenso originellen wie wahnsinnigen These, durch die Riesenstaatsverschuldung würde in den neuen Bundesländern in kürzester Zeit blühende Landschaften entstehen, mit einem nachhaltigen, sich selbst tragenden Aufschwung, der ein gigantisches Wachstum hervorbringen würde und die Erträge aus diesem Wachstum, die würden dann alle Schulden wieder abtragen. Wie wir alle wissen, hat das super funktioniert. Der Kohl ist damals auch auf die Idee gekommen, die Schulden nicht mehr Schulden zu nennen, sondern Sondervermögen des Bundes. Ja. Ja, das Umbenennen ist ja, das ist ja sehr beliebt. Ne? Die Ulla von Leyen will ja jetzt auch Hartz IV umbenennen, ne? Weil es so schlecht klingt. Demnächst kriegen die Leute Uschi 2. Das ist direkt, das ist viel schöner. Ja? So. Diese Sondervermögen, das wir da angehäuft haben, davon haben wir bis heute keinen Cent verloren. Das ist gewachsen und gewachsen und irgendwann... Irgendwann war dieser Scherbenhaufen so groß, dass man nicht mehr darüber wegsehen konnte. Und dann durfte Rot-Grün zum Reinemachen ran. 98. Und dann kamen Schröder, Eichel und die grünen Ökopaxe. Und die hatten eine geniale Idee. Die haben gesagt, wir werden den Staatshaushalt dadurch sanieren, dass wir durch Steuersenkungen die Einnahmen des Staates nachhaltig ruinieren. Sie erinnern sich, die großen Konzerne haben ein paar Jahre lang überhaupt keine Steuern mehr bezahlt. Der Spitzensteuersatz wurde gesenkt von 56 auf 44%.
Ja? Und die Begründung war, durch die Mindereinnahme des Staates würde ein nachhaltiger, sich selbst tragender Aufschwung initiiert, der ein gewaltiges Wachstum hervorbringen würde. Und mit den Erträgen aus diesem Wachstum könnte man dann hinterher die Minderausnahmen ausgleichen und die Staatsschulden begleichen. Und wie wir alle wissen, hat das super funktioniert. Und jetzt... Jetzt kommt die schwarz-gelbe neue Bundesregierung und versucht, diese beiden Erfolgskonzepte miteinander zu kombinieren. Die Theorie ist, ein Mensch, der einen Tritt in die Weichteile aushält und einen Schlag in die Fresse wegstecken kann, der verträgt auch beides gleichzeitig. Schäuble vergleicht die Finanz- und Wirtschaftskrise mit der Wiedervereinigung. Also für den sind das beides aus heiterem Himmel über uns hereingebrochene Katastrophen. Und deshalb will der Schäuble jetzt die größte Neuverschuldung aller Zeiten organisieren und gleichzeitig noch mal die Steuern senken. Das heißt, durch diese Aufhäufung von noch mehr Schulden und der endgültigen Ruinierung der staatlichen Einnahmen, Sie ahnen es schon, es soll ein nachhaltiger Aufschwung initiiert werden mit einem gigantischen Wachstum. Und das wird alles bezahlt. Und wir wissen alle jetzt schon, das wird super funktionieren, meine Damen. Nun entbehrt es nicht einer gewissen Logik, wenn man sich in so einer Krise, wie wir sie jetzt haben, eine Regierung wählt, die diese Krise locker in den Schatten stellt. Also krisentechnisch. Das ist das Prinzip der Ablenkung, das kennen Sie vielleicht auch. Wenn Sie so starke Kopfschmerzen haben, dass Sie überhaupt nicht mehr wissen, wie Sie damit umgehen sollen, Sie können an nichts anderes mehr denken, nehmen Sie sich einfach mal einen schönen Hammer und hauen sich so fest, Sie können, auf einen kleinen Finger. Ich wette mit Ihnen, die Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Und aus dieser Überlegung heraus haben bei der letzten Wahl 15% der Wähler FDP gewählt, meine Damen und Herren. Angesichts der Übelkeit und der Ängste, die in einem aufsteigen, wenn man der Westerwelle beim Regieren zuguckt, da verblassen doch die Ängste vor den wirtschaftlichen Sorgen total. Wenn man dann den Leuten, die gerade so am Existenzminimum herumkrebsen, wenn man denen noch erklärt, dass sie eigentlich in spätrömischer Dekadenz leben und in anstrengungslosem Wohlstand rumschwimmen, dann geht's denen auch gleich viel besser. So was muss den Leuten ja auch mal gesagt werden, meine Damen. Und den Federkiel, den man eigentlich bräuchte, um sich nach diesen üppigen Hartz-IV-Fressgelagen die Trüffelleberpastete und die Kaviar wieder aus dem Hals zu kitzeln, den Federkiel können Sie auch schenken. Sie hören einfach ein schönes Interview mit Westerwelle, kommt alles von selber wieder hoch. Das ist ganz einfach. Natürlich weiß der Außenminister Westerwelle nicht, was spätrömische Dekadenz ist. Er hat ja nur Jura studiert. Sie kennen den Spruch, er ist Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Aber auch wenn es sich bei Westerwelle statt um spätrömische Dekadenz mehr um frühliberale Demenz handelt, Westerwelle ist und bleibt der größte Kämpfer für die Freiheit in diesem Land. Unvergessen für mich sein legendärer Auftritt auf dem FDP-Parteitag, wie er am Pult des FDP-Parteitags stand und mit stolz geschwellter Brust in den Saal rief: Hier steht die Freiheitsstatue dieser Republik. Wer bringt diesem Mann schonend bei, dass die Freiheitsstatue innen hohl und begehbar ist?